Erstens, und damit herzlich willkommen zurück. ETS 2 im Multiplayer. Bin Randy. Hallo, und ein Klee. Hallo. Ach, das ist eine Tankstelle, hör auf. Naja. So, mein Controller ist noch dran. Hier unten auf dem Teppich vibriert es, wie so. So leicht auf dem. Stormadder-Hacker-Fahrer. Ja. Außerdem meinst du wirklich, dass das Sprachtool Allstage versteht? Ja, ja. Ach, hör auf. Wenn schon so die Leute aus dem Westen teilweise gar nicht verstehen. Na, Algorithmus erkennen es immer. Ja, aber das ist ja das Problem. Algorithmus, da brauchst du eine deutsche Aussprache dafür. Oder einen deutlichen Digitalsound. Ja, und das hast du ja sehr oft nicht. Hm. Also jetzt wie zum Beispiel, das was ich schon mal erklärt habe mit diesem Shazam. Naja. Das funktioniert ja auch nur, wenn es ein richtiger 1A Digital-Sound ist und sonst geht das nicht. Hm. Naja, ich werde mich nicht drauf verlassen. Aber wo geht's denn hier raus? Ach ja. Noch ein Kreisverkehr mit einer tatsächlich war. Hätten wir euch mal hinten noch da drüber fahren können, das wäre bestimmt auch cool gewesen. Ich denke mal, der macht das nur so, wenn er ein paar Laute hört oder so. Na, bei LS haben wir das immer getestet, es hat funktioniert. Einmal laut das Wort mit S gesagt, ne, war nicht werbefreundlich. Ja, aber ich glaube, wenn du ein Video hochlädst, was nur geht, so UAA, weißt du? Mhm. Da sagt er vielleicht auch, oh, der hat AA gesagt und der hat U gesagt, weißt du? Es kommt ja keine Begründung. Dass du jetzt sagen könntest, der sagte jetzt, was weiß ich, in der und der Minute ist Nö. Das, was nicht werbefreundlich ist. Also er gibt ja schon eine Begründung im Sinne zu sagen, wir haben entschieden, dass dieses Video für die meisten Werbetreibenden nicht werbefreundlich ist. Kann trotzdem noch YouTube Red Umsätze erzielen und weltweit angeschaut werden. Ne? Und dann steht halt noch da, und dann steht halt so die Frage da, warum wurde das Video als nicht werbefreundlich identifiziert? Steht halt da, ja, das ist zum Schutz unserer Werbepartner vor anstößigen sexuellen oder welttragischen Inhalten. Sie können eine manuelle Überprüfung starten, dies werden wir tun, sobald das Video 1000 Klicks erreicht. Mhm. Hat doch schon unter 1000 Klicks funktioniert, weil das Netzwerk hat gesagt, einfach alles einreichen, was geht. Das Algorithmus das lernt. Ja, überlegen, das ist eigentlich schon ein bisschen, ja. Also, mal, du kennst ja gar nicht die ganzen Werbepartner von YouTube. Du weißt doch gar nicht, was ist für die werbefreundlich und was nicht. Formel 1, bestes Beispiel. Da fährt bei dem einen Team der Felipe Massa mit. Da ist er schon ein bisschen älter. Hm. Ja? Und eigentlich würde da, glaube ich, auch gar nicht mehr fahren. Aber die haben halt als Hauptsponsor haben die Martini. Hm. Alkohol. Hm. So. Und die meisten kleinen Fahrer so, die sind ja 20, ein bisschen was in der 20. Hm. Und mit einem 20-Jährigen lässt sich Martini nun mal nicht verkaufen. Er hat wahrscheinlich noch nie daran genippt. Hm. Ja, und deswegen haben die sich gedacht, dann nehmen die den Fahrer, sonst wird die Werbung nicht ankommen. Hm. Muss aber überlegen. Alter, ich dachte, es geht da irgendwie ums Fahren, dass da einer auch was kann. Nee, es geht um die Werbung. Das ist Alkohol, was er vertreibe. Also, das ist schon krass. Ja, Formel 1 kommt heute auch noch, ne? Mhm. Ja, spät halt, erst abends um 8 geht das los. Mhm. Weil die fahren in Amerika. Ah, okay. Wer war jetzt? In Mexiko fahren sie. Ach, Mexiko. Das ist falsches. Amerika war auch nicht wirklich in Witzen. Das war jetzt auch, da war jetzt ein Video in den YouTube-Trends von denen mit Resten. Irgendwie, so ein Name hat euch was zu sagen, das war irgendwie keine Ahnung. Von den Ultras von Dynamo, keine Ahnung. Irgendwie der Dings halt, der Chef oder irgendwie, der da halt immer dafür gesorgt hat, ne, dass die Stimmung hier so Anheizer, nenne ich es jetzt einfach mal. Der genau. Ich nenne es einfach mal. Ja, ja. Das ist bei der Dampflok, ja. Ja, im Endeffekt, der halt vorne steht, das Ganze koordiniert und so, und der hat halt gesagt, dass er halt am 2. oder 3. Dezember das letzte Mal gegen Wismut Aue halt dabei ist, und dann zieht er sich halt zurück, ne, halt älter geworden, die Kinder, und muss halt ruhiger werden. Und schön, dass ich dir, nachher fahre, obwohl ich gar nicht hier hin muss. Und, ich war schon, was du hier machst, war durch. Ja, und das hat halt 138.000 Klicks halt mal gehabt, ne, und ist dann halt einfach mal Platz 15 in die YouTube-Trends gegangen.
Ah, allgemein, ich habe letztens YouTube-Trends gestern reingeguckt, da waren Videos drin, die hatten 1000 Klicks. Ja, ja. Die waren aber auch schon ein paar Stunden draußen. Naja, ja. Wo ich sage, hä? Das ist ganz komisch. Das. Da hast du. Da geht es vielleicht eher um die Texte, die die verwendet haben, die richtig guten Videos, die gerade viel geklickt waren. Und die Videos, die vielleicht dieselben Texte haben, die kommen dann auch mit einer Trends. Das kann möglich sein, da blickt keiner durch. Viele sagen ja, oh, was hat es gekostet, dich in die Trends zu kaufen? Das ist halt Blödsinn. Du kannst dich per se in die Trends, also es gibt jetzt nicht selber, dass du dich in die Trends kaufen kannst. Du kannst dir da keine Plätze kaufen. Aber da hast du viele. Du hast jeden Tag mindestens eh oder zweimal das gleiche Video drin mit irgendeinem so Online-Casino. Das heißt halt jedes Mal anders. Zum Beispiel, so gewinne ich 1000 Euro Vlog. Oder der hat auch schon irgendwelche Dinger gefaked, wie zum Beispiel, ja, Julian Bam hat ein Video rausgehauen, das zahle ich jeden Monat an Steuern. Ne? Ja. Der hat das dann halt so gemacht, somit verdienst du 20.453,26 €. Dann hat er halt einfach das Thumbnail von denen so genommen. Das sind halt Videos, das ist jedes Mal auch der gleiche Typ, immer mit Stimmverzerrer und versucht dann halt über einen Reflink, über so ein Online-Casino zu werben, weißt du? Ne? Und ist immer wieder gleich, ja, der lädt das Video halt immer auf einem anderen Kanal hoch, bottet sich dann die Klicks, weißt du, und kommt damit halt, weil das Video dann innerhalb von kürzester Zeit Aufrufe halt kriegt durch diese gebotteten Views, bekommt er dann halt in die Trends, ne, der Kanal selber hat 23 Abos, das Video hat 30.000 Klicks, ne, das ist klar. Ja, aber da wird doch dann eigentlich durch so jemanden wie Julian Bam doch dann eigentlich weggestrikt, oder? Der allgemein durch so Ding steht der Kanal vielleicht 2 Wochen, dann bannt den YouTube selber wegen Verstoß gegen die Nutzungsbedingungen. Ja, aber wenn die den dann gebannt haben und da trotzdem so viel Klicks erreicht, dass die Werbekosten auszahlen müssen, hat er trotzdem Geld verdient, oder? Wenn er es mit AdSense verbunden hat, ja, das Ding ist nur, dein AdSense-Konto wird durch so eine manipulative Kacke ja auch gespart. Weil du bottest ja Klicks drauf, ne, und manipulierst damit ja dann die Werbung. Ich kann leider nicht abgeben. Hä? Nö, vor der Firma im Eingang steht eine LKW und der steht halt aber noch nicht richtig in der No-Collision-Zone und blockiert halt. Don't ask, der ist scheinbar auf Gas. Ich hab ihn jetzt mal reported, aber ich komme in die Firma nicht dran. Ich hab hier dann was, mal sehen, chemisches Korruptionsmittel. Das jemand? Aber schöne Auflieger da hier. Hier gibt es so ein Tanklaster von Chimi. Das ist komplett hellblau. Also das Zeichen und auch der Tanklaster. Das Fass ist komplett hellblau. Oh, er ist aufgewacht natürlich dann permanent auf der Hubestand. Rein gibt das richtig Kohle. Da kriege ich für die eine Ladung 134.000 Euro. Das kann man mal machen. Sorry. Don't ask. Nee. Sorry. Sorry, eingepennt. So ungefähr, ha? Es war so eine lange Reise. Ja, wie viel Zeit haben wir denn überhaupt noch? Jetzt ist der 8. Minute angeschlagen. Also eigentlich gar nicht mehr, ich muss ja auch noch einparken. Und dann muss ich ja noch zur Garage, wenn es hier hier zur Garage und zur Werkstatt, wenn es hier eine gibt. Ja, reparieren. Ja, noch so eine Sache. Was ist das entdecken müssen? Och Mann. Zufriedenstellend, nur immerhin. 7.000 ziehen sie ab. Ne, ich hab nur 40.000 gekriegt, okay? Das hat gescherbelt, Alter. Ganz knapp an der Firma vorbei. Hier kannst du nicht laden, aber hier stehen Auflieger hinten drin. Ob ich den einfach mal anzetteln versuche? Ich versuch das mal. Ist das ein Geheimauftrag, Cobra? Jetzt steht er schon wieder nur in die andere Richtung und blockiert den Ausgang. Ich wär blöde. Ich kann nur den Auflieger drunter fahren. Aber das hat halt nichts an. Aber du kannst erstmal, du hast jetzt keine komplette Kolli bei dem Auflieger. Du kannst drunter fahren. Aber hängt nichts an, Alter. Bin die Firma reingefahren. Rückwärts natürlich. Also das ist gar keine russische Firma, das ist nur, ich wollte nur, dass es Geld wird.
Okay. Vorbild schnell und rückwärts lenkt er nicht so gut. Oder Spiegel am Zaun hängen geblieben. Was haben wir hier? Das ist die Garage, oder? Ach, die gehört mir ja schon. Die gehört mir ja schon. Aber, hä, hat die gar keine Tankstelle? Ja doch, die Tankstelle der Stadt ist ein bisschen weiter unten. Die Firma. Achso. Wenn sie nicht voll ausgebaut ist. Ja doch, hab ich ja. Also. Die Tore, wie die hat, ist sie voll ausgebaut, aber... Oh nee, doch nicht. Ja gut, der Tank ist ja fast voll. Ach, die hört mir auch schon. Wahnsinn. Kannst du ausmachen, deine Rundumpinsel. Ach ja, stimmt. Ach, fällt mir gar nicht. Nee, sieht klein, wenn du gefahren könnt. Nur so schön. Welcher knapp warten das jetzt? Der hier? Der. Alles klar. So. Gucken wir mal kurz hier in den Firmenmanager. Garagenmanager. Warum sind hier nur drei Mann? Achso, weil das ein Zwischenparkplatz ist. Verona als Zwischenparkplatz. Das darf ich Ihnen erzählen. So, dann wollen wir noch mal ein bisschen aufrüsten hier. Wartung. Ach, 1.000, das geht doch noch. Jetzt kommt mal ein 4.2er, Wahnsinn. Jetzt kommt ein 5.0er, auch nicht verkehrt. 5.0er, hä? Wieder ein 5.0er, na hier, ein Fahrer. Ich stelle ja gerade Fahrer in die noch leeren Garagen ein. Hast immer so einen 7er, ne? Und dann kommt auf einmal so zwischendurch ein 5.0er, ein 4.2er. Ganz komisch, wie die das machen. Wisst ihr, ich gehe jetzt erstmal pennen hier. Ja, also wegen Kohlen, hä? Ja, genug ist ja da, aber... Auch ein 2.5er, ihr seid ja gütig. Aber ich bin im Augenblick nicht müde, wer hat's gedacht? manchmal geht das nicht. Das ist, cool. Ist richtig. So. Dann hätte ich gern mal Volvo, wenn es angenehm wäre. Jetzt geht vom deutschen Händler. Passt alles. So, bestätigen. Sieht gut aus. Farbe oder? Ach du Scheiße. Das ist gerade. Was ist los? Nichts. Das weiß. So. Das ist dann nur heller. So, dann haben wir die da eingerichtet. Gucken, ob sich die Investition lohnt. Komm, alle in guten 750 PS, da will ich auch Leistung sehen. Ich hab sogar einen schwarzen eingestellt. Nett. Nö. Hab ich gar nicht gesehen, ich glaube, da hat eine gute Leistung. So. Sehr schön. Dann ist auch schon mal in Frankreich alles, was ich besitze, schon mal gemacht. Haben wir jetzt wie viel Millionen investiert? 2 Millionen? Ich hoffe, das lohnt sich. Also, ich darf ihn abmoderieren. Ah, sie haben es wohl zum Sonder. Das darf ich nicht vergessen und. Wir sehen uns dann quasi in der nächsten Folge. Beten nicht vergessen, nee, braucht natürlich nicht machen. Wieso bin ich jetzt schon wieder in Ghost Mode? Tja. Egal. Ja, und bis zur nächsten Folge dann. Tschüss. Tschüss.